Hallo und herzlich willkommen zu unserem Madden 17 Let's Play im Karrieremodus als Quarterback bei den Cleveland Browns. Wir stehen mitten im ersten Spiel, haben die erste Halbzeit beendet. Es steht 6:14 für die Philadelphia Eagles. Und wir schauen uns mal an, wie sich das Spiel in der zweiten Hälfte entwickelt. Wir gehen auf Continue Playing. Die Eagles waren als erstes im Ballbesitz, haben natürlich gleich wieder gescored. Damit steht es 21:6. Und wir gucken mal, ob wir jetzt in der zweiten Hälfte mal so ein bisschen das Running Game aktivieren können. Das sah ja in der ersten Hälfte ziemlich katastrophal aus. Wir sind keine 10 Yards, glaube ich, gelaufen bisher. Und ähnlich geht es weiter. Es sind 2 Yards. Aber um da wirklich mal ein bisschen Variabilität ins Spiel reinzubringen, reicht es nicht aus. So. Wir spielen mal mit dem Single Back. Oder Twins Left. See if they stay on the ground for second down. Das ist im Endeffekt genau derselbe Spielzug, wie wir ihn auch aus dem Gun haben. Spiele ich ganz gerne, weil man dann rausgehören kann und man die Option hat, am Ende zu werfen, falls man keine Anspielsituation hat. Aber solange man Josh Gordon hat, hat man eine Anspielstation. Beziehungsweise so lange, wie wir ihn hatten. Weil er liegt jetzt super. Er liegt verletzt am Boden, das geht gut los die Saison. Wollen wir mal hoffen, dass er sich nicht zu doll verletzt hat, weil sonst geht unsere Rookie-Saison mal richtig super los. Dann wird es ein richtiger Spaß, wenn jetzt auch noch unser zweitbester Receiver hier einfach mal weg ist. So. Wechselt die Seite. Da hat ja mal der Linebacker mal gar nicht aufgepasst. Der hat mal schön Tackle for Loss machen können, aber guckt sich hier eher so das Blocking vom Offensive Tackle an. Ja, von mir aus soll er machen. Kann er gerne jeden Spielzug machen, habe ich kein Problem. So, spielen wir mal. Das ist Single Back mit der Double Tight Right. Scramble wieder raus. Schön. Gary Barnage wieder mit dem First Down. Ich hätte das Ding auch selber laufen können, aber ich bezweifle, dass ich das First Down hätte erlaufen können. Und daher nehmen wir den sicheren Pass und lassen unsere Receiver die Arbeit tun. Also durch die Mitte. Wieder nur ein Jahr dran gewinnen. Das ist der Backup-Pad. Mal gucken, ob der Telefon kann. Oder den frei wird. So, aber stattdessen werfen wir auf den Fullback. Ja, den Namen kann ich nicht wirklich aussprechen. Ich sag einfach mal nur Nummer 45 hier. Der Name ist mir ein bisschen zu schwierig. Wir haben jetzt den 3. und 3. Wir machen einen kurzen Spielzug. Wir hoffen wieder, dass Gary Barnage frei wird. Und nur halt werfen wir auf den Fullback oder laufen das Ding auch selbst durch. Sehr schön. Der Fullback macht den zweiten Catch. Sehr gut. Und macht noch schöne Yards danach. Wir liegen auf der 22. Das sieht gut aus. Das ist schon der Dual-Catch. Warum nicht? Warum sollen wir nicht den Fullback einsetzen im Passing-Game? Okay. Wir versuchen mal ein bisschen was Tiefes. Wir gucken ob Gary Barnage frei wird. Wenn Gary Barnage nicht frei wird, gehen wir auf Terry Pryor. Oder eine Big Quarterback Sack in Kauf. Das war nicht. 22. Sehr schön.
Ja, freut man sich immer, dass man vorher gute Pässe angebracht hat. Die sollten, glaube ich, nicht so sehr aufs tiefe Pässe-Game gehen. Und da kommt der nächste Step. Ja! Brandon Graham mit Sack Nummer 1 über 5. Die Ritter 28. Okay. Was wir jetzt versuchen zu erreichen, ist in Field Goal Range zu kommen. Dass wir hier zumindest mit 3 Punkten rauskommen. Das heißt, wir werden uns einen kurzen Spielzug nehmen, die wir sicher irgendwo hoffentlich anbringen können. Mit vielleicht 10 Yards. Oder auch nur 3. Wieder 25. Läuft! Field Goal hat natürlich nicht geklappt, aber wir kommen gleich wieder in Ballbesitz. Das ist sehr gut. So, probieren wir mal einen Halfback Draw. Mal gucken, ob das was wird. Die ganze Pocket ist pickepacke voll. Wir versuchen es einfach mal. Ja, ist jetzt nicht schlechter als sonst. 2 Yards, das ist ja schon ein guter Durchschnitt in diesem Spiel. Wild Catch. Steven spielt mit der Wild Catch. Interessant. Aber das wollen wir lieber nicht, weil das ist ja nicht auf dem Spielfeld. And after the play on the ground, that brings up second down here. Back to throw here. He'll buy some time right. And he can't find anywhere to go with it. And he goes down. Fletcher Cox mit dem Quarterback Sack. Fletcher Cox. Der fünfte Quarterback Sack. Grabbe ich doch noch zu lange. Oh je. Da muss ich doch ein bisschen mehr umstellen beim Spiel, als ich dachte. Es ist nämlich auch nur ein Spielzug, der an sich gar nichts bringt. Mit 10 Yards bringen wir nichts. Okay, der Pass ist angekommen, aber natürlich nur für 10 Yards. Damit sind wir wieder bei 4-6. Schade. Damit sind wir gleich wieder raus. Aber Philly punktet nicht. Philadelphia kriegt es nicht hin, hier richtig Punkte aufs Board zu hauen. Es wurde komplett auf Running Game verzichtet. Es gibt mir nur Downs weg. Wir sind schon Ende des dritten Quarters. Garrett Barnage, 5 Yards. How about the timing on that one? Boy, they were in sync, weren't they? Three-step drop, balls out of his hands, right to the tight end. Zu dritter nice und completion, fünf. Just like they do it in kurze Spitze brauchen wir. And on the outside, they're playing press coverage. Danach geht's auch direkt ins vierte Quarter. They'll set up to throw. Oh, der kommt an. Sehr schön. Habe ich gar nicht mit gerechnet, um ehrlich zu sein. Aber das ist gut. Wir lassen den Drive am Leben. Und vielleicht holen wir noch ein paar Punkte raus. It's the Browns with a deficit. They're trailing, but with the football here to start the fourth. Gucken, was wir draus machen können. Ich hätte ja Lust, tief zu gehen, aber ich bin mir nicht sicher, ob wir das hinkriegen. Spin aus der Gun. Trips auf der rechten Seite. Ein bisschen mehr variieren. Out to the flat, that's complete to his running back.
That's gonna go as a loss of a yard and it'll be second down. Pass complete für minus ein Yard. Joel hat es nicht hingekriegt, nochmal die Richtung zu ändern und läuft direkt ins Aus. But in this case, if you're the defensive guys, you're energized. Executed well and you caused a lost yardage play. That's gonna feel good and look great in film. So, spielen wir die Corner. Again he'll drop to throw. Gerade noch so weggeworfen, bevor der Quarterback Sack kam. It appears that the pressure is affecting him today. Normally, he knows exactly when to get rid of the football, but today, because he's been hit a few times, he's getting rid of it a little bit too quickly. They come out five wide, three of them to the right side. Back to throw. Der Ball kommt an, aber es reicht nicht für First Down. Reicht nicht. 4-2. Können wir den nicht ausspielen jetzt mittlerweile? Ne, Coach sagt immer noch, wir spielen weiter. 28-6. Irgendwas muss hier gehen. Ich weiß, es geht ja einiges. Wir kriegen das Passing-Game angebracht. They'll try and start this drive in the air. Coleman has it here right side. Kurzer Pass auf Coleman. 10 Yards. To about the 35. A nice pick up there, 10 yards, and it'll move the sticks. And just a small glimpse there as to why they like this rookie so much. Yeah, you know, they like his work. Ja! Und dann bleibt er stehen! Dann bleibt er stehen nach 5 Yards! Warum nicht? Einfach mal die Mütze runter. Super. So, 2-5. Kriegen wir jetzt vielleicht mal einen Drive hin, der ein bisschen mehr was kriegt. Der sechste Quarterback. You're undrafted, whatever. As a rookie quarterback in this league, you're going to have games where you face adversity like this. Lessons. Yep. All the time you're going to face these lessons. The key for this guy is he's not going to be able to bounce back in the next one because right now this has not been his game. Auf den Sack gehen hinten in der Pocket. Aber second down, so. Sack by the defense. What type of pressure will they bring here on third? We'll see. From the shotgun, he'll look to throw. This is complete to Hawkins. Reicht wieder nicht für First Down. 4-3. Oh, wir können ausspielen. Nicht? Das ist challenge. Kann ich das challengen? Nee, natürlich nicht. Oh, so kurz vor First Down gewesen. Versuchen wir nochmal einen Halfback zu spielen. Das hat dann ganz gut geklappt. Der klappt natürlich nicht. Da hat der Safety sehr gut aufgepasst. Traumhafte Saison als nächstes Gefühl. Vielleicht ein bisschen zu spät geworfen, wenn er vielleicht ein paar mehr Yards macht. Dritter und 7. Machbar. Zumindest hoffen wir das. Third down now following the completed pass. Out of the gun, they'll look to throw. And he's got his man in stride, complete. They stop him for only three that time, and that'll bring up fourth down. Und wieder raus. Sehr schönes Spiel. Das macht richtig Lust auf mehr momentan.
Ich hoffe, das wird noch besser in der Saison. Und ich hoffe, wir kriegen auch mal Siege hin. Kurzer Pass auf Coleman. Time for a break. Und da haben wir das 2-Minute Warning. One tackle, but then quickly brought down. But a nice little gain. This one all over, but the shouting. We'll finish it. Wir gehen jetzt positiver. Wir haben jetzt die 2. und 4. Wir können uns mal einen tiefen Pass erlauben. Vielleicht noch gar nicht frei. Elf Yard zwar nur, aber er war so frei gerade in der Mitte. Den musste ich da anbringen. Zack. So. Gleich weiter. Halfback Draw. Ja, wenn man dieses Loch nimmt, das zu ist, hier muss man sich nicht wundern, dass das Running Game nicht funktioniert. 1-2. Maybe you keep your tight ends a little bit more. Maybe the running backs help you a little bit with the pass blocking. But you've got to help them get some confidence. Because you can't... Sehr schön! Da ist der Touchdown! Da ist der Touchdown! 1:08 vorm Ende. Der ist der Touchdown der Career. Der Karriere. Zu Gary Barnage. Sehr schön. Sehr schöner Spielzug. Ich hätte nicht gedacht, dass der ankommt. Der war eigentlich ziemlich weit vorne geworfen. Aber die fängt das sehr schön und läuft das Ding bis in die Endzone. Da kommt die Pylonenkamera. Der war definitiv nicht. Der war definitiv drin. Wir gehen für 2. Okay. Wieso? Als ob wir hier irgendwas erreichen können. Aber naja, gut. Machen wir. Und Barnes macht auch noch die 2 Points. Sehr schön. 14-28. Wunderbar. Das baut ein bisschen auf. Und ich warte tatsächlich auch schon im Spiel. Das erste Spiel der Karriere ist vorbei. Wir haben 14-28 verloren. Überraschend vielleicht nicht unbedingt. Aber ich sehe Potenzial. Zumindest irgendwo. Vielleicht nicht in diesem Team, aber ich sehe was. Da kann noch was werden. Wir gucken nochmal ganz kurz auf die Stats. Die Eagles nicht. Die Browns. Wir haben 33 von 43 Pässen angebracht. Das sind 76%. Das ist sehr gut für 334 Yards. Ein Touchdown und keine Interception. Das ist ganz wichtig. Das ist ein Passer-Rating von 106, was für einen Rookie-Quarterback sehr hoch ist. Gucken wir nochmal. Rushing-Game. Katastrophal. Receiving. Gary Barnage hat das 100er Spiel komplett gemacht, gerade so mit den 100 Yards und einem Touchdown. Corey Coleman mit 6 gefangenen Pässen für 37 Yards und Terrell Pryor für 58 Yards. Und Josh Gordon für 68 Yards. Und dann gucken wir nochmal fix. Ne, können wir natürlich nicht gucken, was Josh Gordon jetzt hat. Da gucken wir im nächsten Part. Wir haben das erste Spiel beendet. Wir hoffen natürlich, dass es im zweiten Spiel schon ein bisschen besser aussieht. Aber wie das ausgewirkt, sehen wir im nächsten Part. Von daher, ich verabschiede mich. Wenn es euch gefallen hat, schaut euch den nächsten Teil an. Lasst einen Daumen nach oben da. Und dann würde ich sagen, ich bin raus. Vielen Dank fürs Zuschauen.